Oh, was für einen. Das ist ein Bursche. Kinder, kommt schnell! Ich hab einen! Was ist los? Was ist denn? Komm, komm, wir zum See! Komm schnell, schaut ihn euch an! Das ist ein Bursche, was? Oh, wie groß! Der hat wenigstens 10 Pfund, Mami! Der Papi hat einen Fisch! Oh, Lucky! Ja, so groß! Petriail! Juhu! Jetzt muss einer die Angel halten. Nein, nein, ruhig! Start sein, start! Gackeln soll es halten. Du musst das Netz holen. Festhalten. Gackel! Papa! Was ist das? Das hat nur noch gefehlt. Komm. Keine Angst. So. Den Buben habe ich. Hast die Angel. Ja, aber der Fisch ist weg. Bravo. Gehen wir frühstücken. Maxi, nimm doch deinen Hut ab beim Essen. Habt ihr mir genug übergelassen? Lass mal schauen. Ja, ich denke schon. Ja, 2, 4, 6, 8, 10. Was geht? Ja, also. Gacki! Jetzt schaust aus wie getaufte Maus. Und du auch! Thomas, kleiden Sie die Hoheiten um. Ja, legen Sie die Prinzen trocken. Dann nehmt's euch. Max, du isst ja wieder wie ein Holzknecht. Weil es so schmeckt. Aber die Kinder sollen sich doch ein gutes Beispiel an dir nehmen. Die essen ja ohnehin so wie ich. Ja, leider. Wo ist die Sissi? Die ist ausgeritten. Nee, nee. Nee, nee, mag keine Weißwürst. Das ist gescheit, da reichen die Würst. Mami, ja, dürfen wir kegeln gehen? Ja, geht. Hey! Das hämmert. Also bitte, schau dir das an. Nicht einer hat ein Besteck benutzt. Und warum? Weil du immer mit den Fingern isst. Schau, Herzchen. Seit 25 Jahren versuchst du mich zu erziehen. Ja, weil ich darauf achten muss, dass unser Haus durch dich nicht ganz verbauert. Ich muss doch ein bisschen an unsere Zukunft denken. Wir haben 5 Töchter und Helene ist heiratsfähig. Und wer kommt zu uns? Herr Johann Petzmacher. Lass Sie bitten. Siehst du, das ist dein Verkehr. Ein Gastwirtssohn aus Wien. Bis die Hand, königliche Hoheit. Guten Morgen. Servus, Maxl. Servus. Wann bist du denn angekommen? Schon gestern Abend. Und dann meldest du dich erst jetzt? Und wo bist du abgestiegen? In dem Haus, wo das neue Postamt ist. Da habe ich den ganzen Vormittag zugeschaut, wie der Postmeister wie heißt denn diese neumodische Erfindung? Ja, hab schon. Telegrafiert hat er. Ja, das ist sehr interessant. Das haben wir zwei uns auch schon angeschaut, gell? Stell dir vor, der klopft so auf seinen Tisch. Und in München hörst du das? So, das imponiert mir gar nicht. Ja, kann auch telegrafieren. Thomas! Sehr wohl, königliche Hoheit. Was hast du mir telegrafiert? Er soll uns einen leichten Rotwein bringen. Na, erzähl mal, Hansel, was gibt's Neues in Wien? Na, eigentlich gar nichts. Das Attentat auf unseren Kaiser, du, der steckt den Herrn von der Regierung noch sehr in den Gliedern. Alle zittern's, bei Tag und bei Nacht. Ja. Der einzige Mann in der Hofburg ist die Sofferl. Wenn Sie Sofferl sagen, dann meinen Sie wohl die Mutter seiner Majestät, Ihre kaiserliche Hoheit, die Erzherzogin Sophie. Dieselbige, ja. Ja, und jetzt will die Sofferl, entschuldigen Sie, Ihre kaiserliche Frau, Schwester, Ihren Franzl, Ihren Kaiser, unseren Kaiser, den will sie jetzt verheiraten. Erzählt man sich auch mit wem? Nein, das erzählt man sich noch nicht. Ah, ein 49er. So, großartig.
dir der nicht schmeckt, dann schmeckt dir keiner. Mir schmeckt er jeder. So. Aber jetzt wollen wir auf deinem Sofa trinken. Ich kann sie zwar nicht leiden, aber wenn sie mir einen Anlass zum Trinken gibt, da soll sie leben. Und die künftige Kaiserin von Österreich dazu. Prost, Max. Das war doch die Sissi. Sind wir wieder auf diesem wilden Pferd? Sissi! Guten Morgen! Bring über die Rosen! Nein! Du! Hör auf! Bohnen geben! Juhu! Ich komme aus den Aufregungen nicht heraus. Ein Prachtmädel. Mittermeier! Bin schon da, Prinzessin. Na, ist die Gretel gut gesprungen? Fabelhaft, die hätten sehen sollen, wie ein Reh auf der Flucht. Ja. Heute kriegt sie eine Handvoll Hafer mehr. Ja, das hat sie verdient. Wo ist denn das Bodenfutter? Dort habe ich es hingelegt. Wie ist die Milch für Xaver? Ja, wie geht's ihm denn? Oh, er ist ganz munter. Aber er nimmt ja von niemandem was an. Nur von Ihnen, Prinzessin. Na, ich hab ihn ja auch gefunden. Xaver, komm. Komm frühstücken. Ah, Bella! Pfui! In die Ecke! Lass doch den Xaver frühstücken. Xaver, jag ihn raus. Stoß ihn weg. So ist gut. Bravo, lass mir nichts gefallen von dem Kerl. Stoß ihn weg. Recht aus, Xaver. Wehr dich nur. Stoß ihn weg. In die Ecke mit euch drei. Schlimmen. Pfui. Komm, Xaver. Komm. Komm her zu mir. So. Na, jetzt schaut's. Pfui. Das schmeckt Xaver, gell? Das ist fein. Ja. Guten Morgen, Prinzessin. Guten Morgen, Frau Stöckl. Was macht denn die Gicht? Na ja, den Regen spüre ich heute in den Fingern. Ich bringe Ihnen wieder einen Franzbranntwein. Aber nur zum Einreiben, weißt? Die trinkt nämlich immer deinen Franzbranntwein. Aber nein, das habe ich noch nie gemacht. Ja. Guten Morgen, Papi. So. Wie er sich umschaut nach den drei. Ruhig! Schaut, dass er rauskommt! Großartig bist du heute geritten und wundervoll gesprungen. Zur Belohnung darfst du heute mit mir auf den Bock. Wirklich? Was gibt es, Baronin? Dieser Brief wurde soeben abgegeben, königliche Hoheit. Aus Wien? Aus der Hofburg? Das ist ja herrlich. Prinzessin Denise soll sofort zu mir kommen. Du hast mich rufen lassen, Mama. Ja, mein Kind. Nee, nee. Du, ich habe eben einen Brief von Tante Sophie bekommen. Sie schreibt von dir. Von mir? Ja. Aber ich beschwöre dich, sprich zu niemandem ein Wort. Vor allem nicht zu Papa. Darum hat mich Tante Sophie ausdrücklich gebeten. Diese Nachricht ist nur für uns beide, du. Nur für uns beide. Ja, was schreibt denn die Tante Sophie? Pass auf, sie schreibt... Mami! Mami! Ja? Ich darf mit Papi auf die Jagd gehen. Ja, deswegen brauchst du doch nicht so zu schreien. Also, was schreibt Tante Sophie? Dass sie uns am 17. August in Ischl erwartet und dass... Mein Gott, ich wage es noch gar nicht auszudenken. Ja, was denn? Dass du Kaiserin von Österreich wirst. Ich? Ja. Stell dir dieses Glück vor. Franz Josef ist jung, hübsch, mächtig, reich, unermesslich reich. Die ganze Welt wird dich beneiden. Wirst du auf das Ball? Pfui! Mami! Mami! Was ist denn? Ist die Nene bei dir? Ja. Ich wollte nur fragen, ob sie mitgeht auf die Jagd. Nein, Nene hat jetzt keine Zeit. Geh allein. Ist gut, ich geh allein. Bussi. Ja. Bussi.
Du, Mama. Ja, aber es wird doch Papa auffallen, wenn wir allein nach Ischl fahren. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Was machen wir nur? Vielleicht ist es das Beste, wir nehmen die Sissi. Ja, ja. Damit diese Reise den Anschein eines ganz harmlosen Ausfluges hat. Ach, Meneschi, du, ich bin so glücklich. Du, ich ja auch. Aber ich kann mir das Ganze noch gar nicht erklären. Franz Josef hat doch damals in Innsbruck keine 10 Worte mit mir gesprochen. Ach, damals. Damals hatte er ganz andere Sorgen. Die Revolution, die Flucht aus Wien, der Kampf um den Thron. Ach, das ist jetzt nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass Tante Sophie diese Verbindung wünscht. Denn was sie wünscht, ist eine beschlossene Tatsache. Majestät! Grüß dich, liebe Mama. Grüß dich Gott, mein lieber Franz. Ich möchte mit seiner Majestät allein sein. Du hast doch einen Augenblick Zeit für mich. Für Sie doch immer, liebe Mama. Später lassen Sie abtreten. Jawohl, Majestät. Zur Verfügung. Aber nicht hier am Schreibtisch. Was ich dir zu sagen habe, ist mehr privater Natur. Komm, setzen wir uns dorthin. Gerne, Mama. Du weißt, lieber Franz, dass ich dich immer nur zu deinem Wohl durchs Leben geführt habe. Aber gewiss, Mama. Ich habe selbst auf den Thron verzichtet. Ich habe Österreich einen Kaiser wiedergegeben. Nun will ich diesem Kaiser auch eine würdige Gattin in die Arme führen. Ich soll heiraten? Ja, Franz. Fast in jedem Land gibt es heiratsfähige Prinzessinnen. Schon zu viele Mächte haben ihre Fühler bei mir ausgestreckt. Ablehnungen könnten nur zu politischen Verwicklungen führen. Aber ich wüsste gar nicht, wen ich heiraten sollte. Deshalb habe ich ja die Wahl für dich getroffen. Eine Wahl, die kein Land verletzt und keines bevorzugt. Liebe Mama, ich war Ihnen bis jetzt für jeden Rat und für jede Initiative dankbar. Aber glauben Sie nicht, dass ich in diesem einen Punkt meine Wahl selber treffen sollte? Gewiss, mein Sohn. Obwohl du dich auf mich verlassen kannst, das Mädchen, das deine Frau und die Kaiserin von Österreich werden soll, hat alle Vorzüge, die du dir nur wünschen kannst. Es ist jung, schön, aus einem streng katholischen Haus. Nur kenne ich es nicht. Doch, ihr habt euch in Innsbruck gesehen. Es ist deine Cousine Helene, die Tochter von Tante Ludovica. Und das ist allerdings der einzige dunkle Punkt des Herzog Max in Bayern. Den müssen wir leider mit in Kauf nehmen. Merkwürdig. Von der ganzen Familie ist mir gerade er in Erinnerung geblieben. Noch dazu in sehr guter. Schön, was? Eins, mein Kind. Wenn du einmal im Leben Kummer und Sorgen hast, dann geh so wie jetzt mit offenen Augen durch den Wald. Und in jedem Baum und in jedem Strauch, in jedem Tier und in jeder Blume wird dir die Allmacht Gottes zum Bewusstsein kommen und dir Trost und Kraft geben. Weißt du, dass ich sehr glücklich bin, dass ich einen solchen Vater habe? Wie glücklich ich bin, dass ich dich habe? Das kann ich überhaupt gar nicht sagen. Aber jetzt müssen wir das Maul halten, sonst vergräben wir den Bock. Ich hab schon zu Herz geklopft. Aber leise, leise. Ja.
Beginnen Sie, mir, Exzellenz. Die Todesurteile der 8 Prager Rebellen. Was sind das für Leute? Gymnasiasten, Hochschüler und Künstler. Und sind ihre Verbrechen so schwer, dass diese strenge Strafe gerechtfertigt erscheint? Jawohl, Majestät. Rebellion, Aufwiegelung und Majestätsbeleidigung. Ich werde die Akten studieren. Majestät, ich muss um sofortige Unterschrift bitten. Die Urteile sollen bereits morgen früh vollstreckt werden. Aber ich kann doch nicht über das Leben von 8 jungen Menschen in Handumdrehen entscheiden. Majestät, die Urteile wurden von dem obersten Kriegsgericht gefällt. Trotzdem, ich muss zuerst die Akten studieren. Auch Ihre kaiserliche Hoheit, Erzherzogin Sophie, ist der Ansicht, dass... Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Majestät. Ich danke Ihnen, Exzellenz. Sehr schön ein. Pass auf, so und so, den Bauch gut zudecken, sonst erkältet er sich, ja? So, dann geben wir ihn in das Steckkissen und decken ihn zu und fest einbinden. Sag, ja? Egal, haben wir schon wieder ein Kind bekommen? Aber Max, so, fest zubinden, sonst fällt er heraus, ja? Und jetzt probiert er das mal ganz alleine und dann kommt die Mami und schaut sich das an, ja? Geh mal schön, hm? Was hat denn die Soffer geschrieben? Das hat mich eingeladen nach Ischl zur Geburtstagsfeier von Franz Josef. Ich möchte die Nene mitnehmen und die Sissi, wenn es dir recht ist. Ich darf mitfahren? Ja, du darfst mitfahren. Du glaubst, der Karl Ludwig ist auch in Ischl? Aber natürlich, der wird da bei dem Geburtstag seines Bruders dabei sein. Na, du, der Karl Ludwig, der spuckt ja scheinbar noch im Kopf herum. Oh, Mami, geh. Du, den Ring, den er dir geschickt hat, den darfst nicht vergessen. Wo habe ich denn den? Sicher im Nähkörbchen. Ach, nee. Nein, in der Federschachtel. Heilige Ordnung. Max, wenn sich was Wichtiges ereignen sollte, kann ich dir ja telegrafieren. Aber telegrafiere nicht mir, sonst weckt mich der Postmeister, der damische Bazi, der damische mitten in der Nacht. Telegrafiert den Petzmacher, der wohnt ja bei dem Postmeister, bei dem damischen Bazi. Der kann mir dann alles in Ruhe berichten. Gut, dann telegrafiere ich dem damischen Petzenbacher, den damischen. Du, Mami, wann fahren wir denn schon? Morgen früh. Schon? Ja. Oh, fein. Deshalb ist während des Aufenthaltes seiner Majestät in Ischl strengste Kontrolle aller Personen am Platz. Strengste Kontrolle. Ein zweites Attentat auf seine Majestät muss unter allen Umständen verhindert werden. Unter allen Umständen. Kaiserliche Hoheit, ich weiß, welch ungeheure Verantwortung ab diesem Augenblick auf meinen Schultern lastet. Aber Kaiserliche Hoheit können sich ganz auf mich verlassen. Überwachung eines Monarchen ist meine Spezialität. Haben Sie das schon einmal gemacht? Noch nie. Aber theoretisch kenne ich jeden Winkelzug eines Überwachers. Dann kann ich also ruhig schlafen. Ganz bestimmt, Kaiserliche Hoheit. Ich wünsche angenehme Ruhe. Sie können gehen. Wohin denn? Ach so. Kaiserliche Hoheit, Gendarmerie-Major Pöckl meldet sein Abtreten. Um Himmels Willen, Sissi, was machst du denn schon wieder?
mir die Pferde trinken. Aber dazu sind doch die Kutscher da. Wie du jetzt wieder aussiehst. Aber das kommt nicht in der Sonne gleich wieder. Am liebsten würde ich dich wieder nach Hause schicken. Und jetzt kommt Tante Sophie. Ludovica! Sophie, wie ich mich freue. Ich freue mich auch. Grüß dich, liebe Tante. Grüß dich, Karl Ludwig. Nee. Ist ja noch hübscher geworden. Grüß dich, Karl Ludwig. Grüß dich, Himmel. Ich bin sehr zufrieden, mein Kind. Ja, da ist ja Sissi. Du hast Sissi mitgebracht? Ja, ich werde später sagen, warum. Grüß Gott, Tante Sophie. Grüß dich, Gott, mein Kind. Du hast ja ganz nasse Hände. Ja, ich hab die Pferde getränkt. Die Pferde getränkt? Damit es schneller geht. Servus, Karl Ludwig. Sissi, was ist denn das für ein Gruß? Das habe ich doch von ihm. In Innsbruck haben wir immer Servus gesagt. Nicht wahr? Ja, natürlich. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Schön ist es hier bei euch in Österreich. Ja, gefällt's dir? Sehr. Wozu dieses Kind da ist, weiß ich nicht. Weißt du, weil... Die Mama wird mir schon erklären. Aber sie wird selbstverständlich an keinem Empfang teilnehmen, sondern mit ihrer Gouvernante von der Gesellschaft streng separiert. Ja, natürlich, sie ist ja noch ein Kind. Du hast doch manchmal an mich gedacht, Sissi. Na, hörst du, da? Du trägst meinen Ring. Mhm. Du ahnst gar nicht, wie glücklich mich das macht. Trägst du auch meinen? Ich habe ihn nie vom Finger gegeben. Das ist nett von dir. Sissi, wenn du nicht nach Ischl gekommen wärst, wäre ich in den allernächsten Tagen nach Possenhofen gekommen. Ich wollte nur die Verlobung abwarten. Welche Verlobung? Das ist vorläufig noch ein großes Geheimnis. Aber warum ist Onkel Max nicht mitgekommen? Ich meine, er hätte hier doch ein herrliches Jagdgebiet. Gemsen, Hirsche, Steinböcke. Wirklich? Du, ich werde ihm sofort schreiben, dass er kommen soll. Telegrafieren, das geht doch viel rascher. Gut, aber niemand was sagen. Ich will Mama überraschen. Ich glaube, Mama steigt schon in Wangen. Wir müssen jetzt gehen. Ja, wir kommen schon. Aber wir sehen uns bald. Ja, natürlich. Deshalb sind alle Straßen, Steige, Stege, Wege, Brücken, Flüsse und so weiter, die nach Ischl führen, strengstens zu bewachen. Verstanden, meine Herren? Jawohl! Wie einer verdächtig oder renitent ist, sofort auf Eis legen. Jawohl! Ich meine, sofort in Eisen legen. Jawohl! Besser einen Rebellen mehr verhaften, als einen Unschuldigen laufen lassen. Jawohl! Abtreten! Oh, schön. Pauli, wo ist denn mein Körbchen? Ich habe es in diesen Koffer getan. In den Kleiderkoffer? Ja, muss da drin sein. Prinzessin, um Gottes Willen, diese schönen Kleider. Das ist es. Sieh mal, mein Schatz. Ja? Sehr schön. Ja. Und denken Sie daran, dass wir noch eine Steigerung haben müssen für den Ball. Wir gehen auf einen Ball? Aber du doch nicht. Warum denn nicht? Ich kann doch schon tanzen. Na, aber du bist doch noch ein Kind. Na. Wo ist denn mein venezianischer Schal? Sag, Sissi. Wie gefällt dir die Frisur? Ja, ganz gut. Ja? Das Haar gehört nur etwas höher, weißt du, so. Sissi, was treibst du denn? Um 5 Uhr soll man bei Tante Sophie zum Tee sein. Was soll ich denn da anziehen? Aber gar nichts. Gar nichts? Ich meine, du bist ja gar nicht eingeladen. Fein, dann geh ich fischen. Mein Gott, diese schöne Frisur. Bitte bringen Sie das in Ordnung. Ich bin... Ah, da ist es ja! Aber Sissi, was machst du denn schon wieder für eine Unordnung? Ich habe mein Körbchen gesucht. Komm, komm jetzt in dein Zimmer, sonst werd ich noch verrückt. Moment, Mami, mein Anistock. Ach, komm, mein Gott. Aber... Mami, sperr mich doch nicht ein! Ich will noch fischen gehen! Du bleibst jetzt da drinnen! Bis hämmert, bis hämmert. Ach, warum habe ich dieses Kind bloß mitgenommen? Thank you.
Entschuldigen Sie, wo ist denn hier das Telegrafenamt? Das Telegrafenamt. Immer weiter, immer weiter. Immer weiter, immer weiter. Danke. Halt! Was haben Sie mit dem Fräulein gesprochen? Was Sie mit dem Fräulein gesprochen haben? Ich habe gar nichts gesagt. Wieso? Sie haben doch gedeutet. Ja, gedeutet habe ich schon. Was haben Sie gedeutet? Warum haben Sie gedeutet? Ja, weil mir das Fräulein was gefragt hat. Was hat sie Sie gefragt? Ja, was sie gefragt hat? Ja, wo das nächste Telegrafenamt ist. Ah, das nächste Telegrafenamt. Ja, ja. Warum lassen Sie sich das Telegrafenamt so aus der Nase ziehen? Weg. Hä? Weg. Sie sollen weggehen. So. Bitte. Also, was haben wir da? Bitte darf ich zuschauen, wenn Sie telegrafieren? Oh ja, gern. Herrn Johann Betzmacher, Ossenhofen. Das ist wohl in Bayern, nicht wahr? Ja, am Starnberger See. Aha. Posthaus. War eingesperrt. Ja. Bin durchs Fenster. Sofort? Das kann der Betzmacher lesen? Der bekommt's aufgeschrieben. Papilli mit Gewehren. Kaiser kommt heute 4 Uhr. Sissi. Das heißt Sissi? Ja. Sagen Sie, haben Sie den Apparat erfunden? Nein, den hat ein Herr Morse erfunden und ein Herr Karl von Siemens gebaut. Aha. Also, danke. Bitte. Auf Wiedersehen. Moment, Sie müssen doch bezahlen. Ach so. Ja, ich habe aber kein Geld. Und da lassen Sie mich telegrafieren? Hören Sie, ich bringe Ihnen das Geld später. Nehmen Sie doch einstweilen diesen Ring, ja? Ist das aber auch echtes Gold? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Nicht zerbeißen! Ich brauche ihn ja noch. 20 Worte? Das macht 60 Kreuzer. 60 Kreuzer? Na, ich denke, das ist er schon wert. Glauben Sie? Ja. Also bringen Sie mir nachher das Geld. Ja. Empfehle mich. Empfehle mich auch. Keine Intimitäten, ich bin dienstlich hier. Was hat denn die Person, die eben hier war, telegrafiert? Wo fängt denn das an? Bitte, du kannst das ja ohnehin nicht lesen. Wieso nicht? Dann nur bunter Umstrich. So? Bitte, hier links. War eingesperrt? Aha, ein Entsprungene, das habe ich mir gedacht. Was telegrafierst du? Wer telegrafiert denn? Gib das doch weg! Bin durchs Fenster. Ah, hat sie was angestellt? Ruhig, Fragen stelle ich nicht Sie, ja? Bitte. Bin durchs Fenster. Was ist denn, wer telegrafiert denn jetzt wieder? Und, ah, der Gmundner fragt, wer telegrafiert hat. Da muss ich ja antworten. Hast du ihm endlich telegrafiert, wer antwortet? Ja, ein Depp. Du, ich bin im Dingfurt und ich auch. Ach so, entschuldige. Bitte. Ja, schicke sofort Papili. Papili, wer ist denn Papili? Das weißt du nicht. Das ist ein kroatischer Name. Mit Gewehren! Mit Gewehren, das ist ja ein regelrechter Überfall auf den Kaiser. Ein Überfall auf den Kaiser, das ist ein Überfall. Natürlich, sie geht zur Allee, wo der Kaiser durchkommen muss. Gib mir meinen Helm. Etwas Privates noch. Ich habe keine Zeit für Privates. Wie soll ich denn zu meinem Geld kommen? Das Mädchen hat doch kein Geld gehabt. Hier, diesen Ring hat sie mir gegeben. Was, und den hast du genommen? Du bist ja ein Hehler. Du bist ja ein Hehler. Was bin ich? Ein Hehler. Der Ring kann nur gestohlen sein. Mir gibst du den Ring zurück. Bleibt in Verwahrung der Polizei. Hörst, wann du im Dienst bist, bist du wirklich ein Hornochs. Das auch noch. Eine Amtsehrenbeleidigung. Stehen Sie auf! Herr Postmeister, Sie sind verhaftet. Abholen werde ich Sie später. Wo ist denn der Depp? Der Depp, den nehme ich jetzt nämlich mit. Wo ist denn das? Als Corpus Delicti! Thank you.
denn da los? Warum scheinen die Pferde? Da liegt ein Rucksack. Dann nehmen Sie ihn doch weg. Was ist denn das? Wer fischt denn da? Ich? Oh, Majestät. Bitte nicht abreißen, ich komme schon. Bitte nicht abreißen, bitte nicht. Majestät, ich werde Sie sofort befreien. Um Gottes Willen, Majestät! Aber... Her mit dem Messer! Her mit... Aber... Geben Sie sofort das Messer, Herr Dienst! Majestät, ich glaube, ich bin einer Nihilistenbande auf der Spur. Ich verfolge dieses Mädchen schon die längste Zeit. Oh, da ist der Rucksack. Vorsicht! Vorsicht, in diesem Rucksack ist vielleicht eine Höllenmaschine. Aber nehmen Sie ihn doch! Aber Majestät, der spinnt ja. Ich bin doch keine Nihilistin. Das glaube ich ja, meine. Österreicherin ist sie auch nicht. Nein, ich bin aus Bayern. Aus Bayern, ja. Graf Grüne? Majestät? Fahren Sie mit dem Wagen voraus und sagen Sie meiner Mutter, dass ich noch ein Stück zu Fuß gegangen bin, ja? Zu Berlin, Majestät. Sie kann mich ein Stück begleiten. Das heißt, wenn sie Zeit hat. Oh ja, ich habe Zeit, Majestät. Na, dann machen wir einen kleinen Umweg und ich zeige bei der Gelegenheit gleich ein bisschen von der schönen Umgebung von Ischl. Ich hole nur meine Angel. Majestät, ich bitte alle unter den ist äußerste Vorsicht. Ja, bitte. Ja. Darf ich? Bitte. Hat sie wenigstens was gefangen damit? Ja, Sie, Majestät. Also ich muss sagen, Sie ist die erste schöne Überraschung, die ich in Ischl erlebe. Das freut mich, Majestät. Wie lange bleibt sie denn? Ich hätte sie gern wiedergesehen. Leider nur 2 bis 3 Tage, Majestät. Das ist aber schade. Gerade in den nächsten 2 bis 3 Tagen werde ich kaum eine freie Minute haben. Oder doch? Eine Zeit habe ich mir freigehalten. Hätte sie Lust, mit mir heute Abend auf den Birschgang zu gehen? Gerne, Majestät. Ich begleite meinen Papili auch immer auf die Birsch. Den Papili? Papili ist mein Vater. Ah, und er ist auch Jäger, der Papili. Ein großer Jäger. Der beste, den ich bis jetzt überhaupt kenne. Das freut mich, das ist schön. Sag einmal, bist du eigentlich zum ersten Mal in Österreich, Nene? Oh nein, wir waren doch zusammen in Tirol. Natürlich, in Innsbruck, vor 3 Jahren. In Innsbruck? Ah, das war damals, wie wir plötzlich alle auf und davon sind. Es war eine feste Zeit. Willst du noch Tee? Bitte. Nein, da, Schnapsel wäre mir lieber. Kaiserliche Hoheit wünscht einen Likör. Kaiserliche Hoheit? Der Wagen seiner Majestät ist soeben in den Park eingefahren. Ja, dann gehen wir auf den Balkon, um ganz Josef zu begrüßen. Herr Ludwig, komm! Ja, Mama. Ja, was ist denn? Warum sind's denn auf einmal alle weg? Der Wagen seiner Majestät ist soeben in den Park eingefahren. Ach so. Bravo. Da schenken Sie mir noch ein Stamperlein. Kaiserliche Hoheit, Generaladjutant seiner Majestät meldet sich gehorsam zur Stelle. Wo ist denn seine Majestät? Seine Majestät hat mir befohlen, vorauszufahren und den Wunsch geäußert, ein Stück zu Fuß zu gehen. Allein? Ja, das heißt, seine Majestät war in Begleitung. In wessen Begleitung? In Begleitung einer mir unbekannten Dame. Einer Ihnen unbekannten Dame? Jawohl, Kaiserliche Hoheit. Ich danke. Kommt, meine Lieben. Sehen Sie, der Dachstein. Herrlich. Das ist mein Jagdgebiet. Ach ja? Der hohe Schrott. Das Höllengebirge. Und das da drüben, das ist der Jeinzenberg. Schön haben Sie es hier, Majestät. Silvia. Also es bleibt dabei. Um 5 Uhr an der Hirschenbrücke. Ja, Majestät. Und sie wird den Weg bestimmt finden. Bestimmt, Majestät. Hoffentlich verirrt sie sich nicht im Wald. Ich im Wald? Das gibt's gar nicht. Und wenn der Wald noch so fremd ist. Jetzt habe ich aber noch eine Bitte, Majestät. Ja? Verwickeln Sie doch den Gendarmerie-Major in ein Gespräch, damit er mich nicht wieder verfolgt.
Mach ich. Also? Auf Wiedersehen, Majestät. Darf ich um meinen Rucksack bitten? Darf ich um einige Auskünfte bitten? Ja. Moment, mein Fräulein, ich habe einige wichtige Fragen Herr an Sie Major. Zu stellen. Majestät? Zuerst möchte ich einmal ein paar wichtige Fragen an Sie stellen. Majestät! Sagen Sie, Herr Major, wie war denn das Wetter in den letzten Tagen in Ischl? Das Wetter war wunderbar, Majestät. Verzeihung, Majestät, ich muss der Dame folgen. Die winkt. Die winkt. Lassen wir sie winken. Jawohl, Majestät. Sie ist mir sofort aufgefallen. Naja, sie ist mir auch sofort aufgefallen. Sagen Sie, was ich Sie noch fragen wollte, Herr Major. Wie wird denn das Wetter in den nächsten Tagen in Ischl werden? Fürchterlich, Majestät. Es wird in den nächsten Tagen schrecklich schütten, Majestät. Haben Sie einen Laubfrosch? Nein, aber Rheumatismus. Ich spüre das Wetter schon immer 2 Tage vorher. Sie ist weg. Weg ist sie wie vom Erdboden verschwunden. Sagen Sie, Herr Major, was wollten Sie eigentlich von der Dame? Ich wollte die Dame um ihren Namen und ihre Adresse fragen. Ja, warum sagen Sie denn das nicht gleich? Laufen Sie schnell! Jawohl, Majestät! Unterstatten Sie mir sofort Meldung! Jawohl, Majestät! Geschlafen, Prinzessin? Wie kommen Sie denn darauf, dass ich geschlafen habe? Weil es die ganze Zeit im Zimmer so still war. Da wollte ich nicht stören. Nein, ich habe nicht geschlafen. Ich habe nur geträumt. Ich bin schon gespannt, was Mama und Nene erzählen werden, wenn sie von dem Empfang zurückkommen. Viele Leute da waren. Wie der Kaiser ist. Reizend. Wie? Ach, ich denke, der Kaiser ist sicher reizend, nach den Bildern zu schließen. Ah ja, ja natürlich. Aber ich bin nur neugierig, ob er sich sehr verändert hat seit Innsbruck. Vollkommen. Na, damals waren wir doch noch alle Kinder. Ah ja, ja, das stimmt. Baronin, um 5 Uhr wird es wieder still sein hier im Zimmer. Es wäre nett, wenn Sie auch dann nicht stören würden. Küss die Hand, liebe Mama. Grüß dich Gott, Franz. Grüß Gott, lieber Papa. Servus, Franzl. Ich freue mich, dass ich dich wieder einmal zu Gesicht krieg. Ich freue mich auch, dass ich dich wieder sehe. Du hast dich prächtig erholt. Was ist geschehen? Du hast dich prächtig erholt. Ah ja, ja, mir geht's auch nicht schlecht. Weißt du, ich habe mal halt immer gesagt, alles andere nur nicht regieren. Tante Ludovica und deine liebe Cousine Nene sind aus Possenhofen herübergekommen, mit uns gemeinsam deinen morgigen Geburtstag zu feiern. Oh, liebe Tante, ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid. Die Freude ist ganz auf unserer Seite, lieber Franz. Grüß dich Gott, Nene. Ich hätte dich kaum wiedererkannt. Es sind noch ein paar Jahre vergangen, seitdem wir uns in Innsbruck gesehen haben. Du bist sehr hübsch geworden, Nene. Danke. Ist Onkel Max auch hier? Nein, leider nicht. Er hat uns gebeten, dir seine herzlichsten Geburtstagswünsche zu überbringen. Und es tut mir leid. Er wollte es selber tun, aber er hatte ein paar unaufschiebbare Dinge zu erledigen. Max, ich habe ein Telegramm gekriegt. Aus Ischl, von der Sissi. Von der Sissi? Was telegrafiert's denn? Eingesperrt war's. Durchs Fenster ist sie rausgestiegen, kommen sollst du und Gewehre mitbringen sollst.
Kontrolliere den Ischel. Ihr seht's doch, habt doch beide Hände voll zu tun. Bumm! Stellt die Gegel auf. Frag den Thomas, wo das Bier bleibt. Und du schreib auf, dass ich eine Neune geworfen hab. Du bleibst hier, gegelt mit, was? Ich hab das Vater! Druck die! Ich bleib daheim. Bravo! Einmal kann ich in dem Haus machen, was ich will. Da soll ich wegfahren. Kommt ja gar nicht in Frage. Du weißt gar nicht, wer das Mädchen war? Nein, Mama, ich weiß nur, dass sie sehr hübsch war. Der Kaiser von Österreich steigt wegen eines wildfremden Mädchens aus dem Wagen und geht wie ein verliebter Student durch die Straßen. Noch dazu an dem Tag, an dem seine zukünftige Braut auf ihn wartet. Es tut mir außerordentlich leid, Mama, dass Sie sich über diesen Vorfall so sehr echauffieren. Nichts betrübt mich so sehr als das Bewusstsein, Ihnen Ärger zu bereiten. Bitte verzeihen Sie mir. Also gut. Dann wollen wir diesen unliebsamen Vorfall ein für alle Mal vergessen und nicht mehr darüber sprechen. Wie gefällt dir Nene? Ich finde sie sehr, sehr hübsch. Hübsch? Ich finde sie reizend. Na, mein Kind, wie gefällt er dir denn? Ich finde ihn sehr, sehr nett. Nett? Na du, ich finde ihn bezaubernd. Ich finde Nene nur etwas kühl. Mein Gott, sie ist vielleicht ein bisschen befangen, weil sie weiß, was für sie auf dem Spiel steht. Wieso, sie weiß, dass wir uns verloben sollen? Natürlich. Aber das soll deinen freien Entschluss nicht im geringsten beeinflussen. Ich habe mich mit Nene unterhalten. Sie ist klug, fromm, gut erzogen, sehr gebildet und in ihrer äußeren Erscheinung geradezu prädestiniert, die Gattin eines Monarchen zu werden. Ja, ja, das stimmt völlig, aber... Sag noch nichts, Franz. Du musst sie näher kennenlernen und dann wirst du ganz meiner Meinung sein. Komm, unterhalte dich ein bisschen mit ihr. Jetzt nicht, Mama. Ich möchte gerne auf die Pirsch gehen. Du gehst heute noch auf die Jagd? Es ist die einzige Gelegenheit, liebe Mama. Ich bleibe ja nur 2 Tage da. Dann widme dich doch wenigstens eine Stunde noch deinen Gästen. Das wird kaum gehen, Mama. Es ist gleich 5 und um 5 bin ich verabredet mit den Jägern. Und ich bin nicht gern unpünktlich. Aber ich werde sicher heute Abend beim Souper und später beim Ball noch genügend Gelegenheit haben, Helene näher kennenzulernen. Wie du willst. So, von hier ab gehe ich allein. Soll der Büchsenspanner auch nicht mitkommen, Majestät? Niemand. Auch der Hund bleibt hier. Weidmanns Heil, Majestät. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Schön, dass sie gekommen ist. Ich freue mich so, dass ich wieder mal durch den Wald gehen kann. Es wird aber sehr steil werden. Macht nichts. Also gut. Seine Majestät sind auf der Jagd. Ja, aber das war doch gar nicht vorgesehen. Nicht so laut. Das war doch gar nicht vorgesehen. Wie soll ich denn da Vorsichtsmaßnahmen ergreifen? Man muss auch mit unvorhergesehenen Dingen rechnen. Die Frauensperson, mit der seine Majestät, bevor er nach Ischl kam, zusammentraf, war ja auch nicht vorgesehen. Ja, von der wollte ich gerade sprechen. Kennt er sie? Bestimmt. Seine Majestät sind eine ganze Weile mit ihr zu Fuß gegangen. Ob er sie kennt? Ach so, ich? Jawohl, kaiserliche Hoheit. Das heißt, nein, ich kenne sie nicht. Aber ich weiß bereits, dass sie eine Diebin ist. Eine Diebin? Jawohl. Jetzt bleibt nur noch die Frage offen, ob sie wirklich nur eine gewöhnliche Diebin ist. Viele politische Verbrecher begehen nämlich nur ein gewöhnliches Verbrechen, um die Behörden irre zu führen. Herr Major, ich wünsche keine Lehrstunde in Kriminalistik. Ich will wissen, ob diese Person verhaftet wurde. Leider noch nicht, kaiserliche Hoheit. Und warum nicht? Sie ist mir entwischt. Warum ist sie entwischt? Komische Frage. Verzeihung, kaiserliche Hoheit, das ist mir jetzt entwischt. Sie ist mir entwischt, weil seine Majestät mich nicht entwischen ließ. Das heißt, weil seine Majestät mich huldvollst in ein Gespräch verwickelt hat. Und er hat mir gesagt, ich kann ruhig schlafen. Wer bitte? Er. Ach, schon wieder ich? Ja.
Schön, dass Majestät den Wald auch so lieben will. Leider komme ich nur zu selten dazu, durch den Wald zu gehen. Meistens muss ich hinter meinem Schreibtisch sitzen oder Paraden abnehmen. Dann sind Sie sehr zu bedauern, Majestät. Wenn du einmal Kummer oder Sorgen haben solltest im Leben, dann gehen wir jetzt mit offenen Augen durch den Wald. Und in jedem Baum, in jedem Strauch, in jeder Blume und in jedem Tier wird dir die Allmacht Gottes zum Bewusstsein kommen und dir Trost und Kraft geben. Das hat sie irgendwo gelesen. Nein, diesen Rat hat mir mein Papili gegeben. Ach, der Papili. Mhm. Das muss ja ein wunderbarer Mann sein, der Papili. Das will ich meinen. Aber Majestät, jetzt müssen wir das Maul halten. Was? Ich meine, jetzt müssen wir fast still sein, sonst vergrämen wir den Hirsch. Da kennt man gleich die Jägerin par excellence. Also, leise. Ja. Majestät? Ja? Werden Sie den Hirsch wirklich schießen? Ja, wozu hätte ich denn sonst das Gewehr mitgenommen? Schießt denn der Papili nicht? Ja, schon. Aber ich schaue mir halt die Tiere lieber nur an. Ja, ich auch, aber heute will ich einen Hirschen schießen. Da ist er schon. Wie kann denn das einer Jägerin passieren? Ja, ich weiß auch nicht, aber bitte nicht böse sein. Nein, nein, den erwische ich schon noch. Ja, aber heute nimmer. Nein, heute nimmer. Aber jetzt können wir wieder laut reden. Ja, jetzt können wir sogar laut singen. Hallo! Zitter auf den Pirschgang mitgebracht? Ja. Der Papili hat sie sogar nach Ägypten mitgenommen, auf die Cheops-Pyramide. Der Papili war sogar in Ägypten? Mhm. Plötzlich, da packt sie ihn und dann muss er reisen. Ich glaube, ich werde auch einmal so werden wie er. Schade, dass sie nur ein oder zwei Tage in Ischl bleibt. Ich hätte gern meinen Urlaub verlängert. Meinetwegen? Das ist aber nett, Majestät. Erzählen Sie mir noch ein bisschen von ihr. Hm? Von mir? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Meine Lieblingsbeschäftigung ist Reiten. Ja, wirklich? Meine auch. Meine Lieblingsblumen sind rote Rosen. Meine auch? Ja. Und meine Lieblingsmehlspeise ist Apfelstrudel. Also, das gibt's nicht. Meine auch! Ja? Wie heißt sie denn eigentlich? Zu Hause nennt man mich die Lise von Possenhofen. Possenhofen? Das ist doch am Starnberger See, wo der Herzog Max in Bayern wohnt. Ja, ja. Und dann kennt sie bestimmt alle meine Cousinen, die Prinzessin. Helene, Elisabeth, Mathilde. Marie, Sophie, kenne ich alle. Und auch die Buben. Ich meine, die Prinzen. Den Gackel und den Karl Theodor. Soviel ich weiß, ist Herzogin Ludovica mit Prinzessin Helene und Prinzessin Sissi hier in Ischl, nicht wahr? Ja, die sind gekommen, um mir zum Geburtstag zu gratulieren. Aber Prinzessin Sissi ist nicht da. Oh ja, sie ist schon da. Ja, ja. Kennen Sie sie denn? Ganz flüchtig. Und wie gefällt sie?
Nichts sagen, unscheinbar. Aber sie gefällt mir, Liesl. Ich habe nie geglaubt, dass ich einmal jemand beneiden werde. Ja, wen denn? Den Mann, der sie zur Frau bekommt. Aber wie kommt die Majestät auf einen solchen Gedanken? Der Gedanke ist augenblicklich für mich sehr naheliegend. Denkt die Majestät der Mensch schon ans Heiraten? Muss leider dran denken. Ach, Majestät, sind verlobt? Noch nicht. War nur verliebt? Auch nicht. Nur verloben soll ich mich heute. Ja, aber wie kann man sich denn mit jemandem verloben, den man gar nicht liebt? Das kommt in unseren Kreisen öfters vor. Aus Staatsinteressen. Aus dynastischen Gründen. Aus. So müsst sie aussehen. Solche Augen müsst sie haben. So einen Mund. Solches Haar. So schön wie sie müsste sein. Ja, ist sie denn nicht schön, ihre Braut? Doch, sie ist sehr schön, aber. Aber sie? Sie ist viel schöner. Und ich glaube, sie hat auch mehr Herz. Wer ist sie denn? Sicher eine Prinzessin. Vielleicht kenne ich sie. Natürlich kennt sie sie. Ja? Prinzessin Helene in Bayern. Nene? Aber reden wir doch nicht immer von mir. Nene? Ich bin so froh, dass ich sie getroffen habe. Ich glaube, man könnte sie sehr lieb haben. Nein. Man müsste sie sehr lieb haben. Liesl. Bitte nicht, Majestät. Aber Liesl, was hat sie denn? Sie ist ja auf einmal ganz verändert. Liesl. Liesl, was hat sie denn? Nichts. Liesl. Liesl! Bleib stehen, Liesl! Weißt du, was die Tante Sophie gesagt hat? Nun? Sie hat gesagt, Nene hast du zu einer Kaiserin erzogen. Ja, Sissi, wo kommst du denn her? Ich denke, du schläfst und willst nicht gestört werden. Ich war nur ein bisschen im Wald. Ach so. Du, Mama, jetzt können wir doch Sissi schon sagen, warum wir da sind. Ja, natürlich. Sissi, meine große Neuigkeit. Ich werde mich heute mit Franz Josef verloben. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Er sieht wunderbar aus. Ganz anders wie auf den Bildern. Ach, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie reizend er ist. Es freut mich, Nene, dass du so glücklich bist. Sissi! Sissilein, was ist denn los mit dir? Du bist ja ganz verstört. Fühlst du dich nicht wohl? Na, was hast du denn, Mann? Nichts, Mama. Und du bist am Ende traurig, weil du nicht eingeladen warst. Du, da habe ich eine wunderbare Nachricht für dich. Fürst Kevenhüller ist unverhofft angekommen. Jetzt fehlt deine Tischdame und da hat dich Tante Sophie heute Abend zum Souper eingeladen. Schön, nicht? Nein, Mami, ich will nicht hingehen. Ich will zu Hause bleiben. Aber Sissi, um Gottes Willen, das geht doch nicht. Stell dir vor, wie beleidigt Tante Sophie wäre, wenn du diese Einladung nicht annehmen würdest. Ja, das ist mir gleich. Ich gehe nicht hin. Aber Sissi, ich bitte dich, nun sei nicht launenhaft und ärgere mich nicht. Jede andere Prinzessin wäre glücklich, an diesem Souper teilnehmen zu können. Ich bleib zu Hause. Ja, was hat sie denn? Keine Ahnung. Aber sie wird schon mitgehen. Das fehlt ja noch, Tante Sophie so zu verstimmen. Eben. Noch dazu an einem Abend, der vielleicht das Schicksal unseres Hauses entscheidet. Guten Abend, Exzellenz. Meine Rohrklau, Feldmarschall Fürst Radetzky. Ich freue mich, lieber Fürst Radetzky, dass Sie die anstrengende Reise nicht gescheut haben, um mich hier in Ischl zu besuchen. Es ist eine hohe Ehre und Auszeichnung für mich, den Geburtstag Eurer Majestät hier mitfeiern zu dürfen. Ihre Majestät, die Königin von Preußen.
Willkommen, liebe Tante. Ich freue mich wirklich herzlich über deinen Besuch. Ich freue mich ebenfalls, lieber Franz, dir meine Glückwünsche zu deinem Geburtstag persönlich überbringen zu können. Ihre Majestät, die Königin von Sachsen. Willkommen, liebe Tante. Ich freue mich wirklich herzlich über deinen Besuch. Ich freue mich ebenfalls, lieber Franz, dir meine Glückwünsche zu deinem Geburtstag persönlich überbringen zu können. Ihre königliche Hoheit, Herzogin Ludovica in Bayern. Ihre königliche Hoheit, Prinzessin Helene in Bayern. Ihre königliche Hoheit, Prinzessin Elisabeth in Bayern. Willkommen, liebe Tante. Willkommen, Nene. Willkommen, Elisabeth. Ihr kennt euch doch. Wie? Aus Innsbruck. Ach ja. Ich freue mich, dich wiederzusehen, Liesel von Possenhof. Grüß dich. Komm, meine Liebe. Grüß dich Gott, mein Kind. Franz? Bitte. Du führst Nene zu Tisch. Ja, Mama. Ich hätte Sissi kaum wiedererkannt. In Innsbruck war sie doch noch ein unscheinbares Kind. Und jetzt ist sie eines der zauberhaftesten Mädchen, die ich je gesehen habe. Verzeih mir nicht. Sei bitte nicht böse. Warum soll ich denn böse sein? Weil es nicht sehr galant ist, einer Tischdame von einer anderen Dame vorzuschwärmen. Aber Sissi ist doch meine Schwester. Ich finde sie auch reizend. Sie wird von Tag zu Tag hübscher. Sie ist wirklich reizend. Schaut, dass der Max nicht da ist. Ich hab ihn so gern. Ich werde es ihm sagen. Wie bitte, was? Ich werde es ihm sagen. Im Magen hat es... Uje, uje. Was ist geschehen? Oh, du, der Max hat es im Magen. Ach, ja. Ich leide auch so darunter. Bitte, was? Ich sage, ich leide auch so darunter. Ja, sonst ist er munter. Bravo, na bravo. Sissi, darf ich mich in deine Tanzkarte eintragen? Aber bitte, gern. Wie viele Tänze schenkst du mir? So viel du willst. Auch den Cortillon? Ja. Und welche sind deine Lieblingsblumen? Meine Lieblingsblumen? Was denn? Deine Lieblingsblumen wegen des Cortillon-Bouquets. Ach so. Rote Rosen. Rote Rosen. Ich habe euch das Mädchen doch ganz genau beschrieben. Wir haben sie aber nicht gefunden, Herr Major. Und warum nicht? Alle Straßen, Steigestege, Wege, Brücken, die nach Ischl führen, sind abgeriegelt. Alle Häuser sind durchsucht. Wo ist sie denn? Vielleicht wird sie heute Abend beim Fackelzug auftauchen. Natürlich, mit Festbeleuchtung. Wird sie euch in die Arme laufen. Oder morgen beim Kirchgang. Ein Attentäter geht nicht in die Kirche. Ja, ja, sie wird auftauchen, wenn es zu spät ist, beim nächsten Attentat. Das kostet mich Kopf und Kragen. Der lacht. Der lacht. Schief! Abtreten! Unerhört, diese... Was? Sag die Post! Was fällt Ihnen denn ein Gift? Hinauf, schießt! Es ist... Nein. Pantelo!
Danke, Exzellenz. Also, Nene ist die zukünftige Kaiserin von Österreich. Wie kommst du darauf? Nun, wenn zwei Königinnen anwesend sind und Franz Josef führt eine Prinzessin zu Tisch, muss das doch etwas zu bedeuten haben. Jedenfalls finde ich es sehr merkwürdig, dass du deine Pläne auch vor deinen Schwestern geheim hältst. Oh, meine Liebe. Du, die Nene ist aber entzückt. Ja, aber nichts für dich. Ja, und warum nicht? Man soll einem Kaiser nicht ins Gehege kommen. Ach so? Familienteil, kaiserliche Hoheit. Haben Sie auch einen Cognac hineingetan? Jawohl, kaiserliche Hoheit. Danke. Und riechst du denn an deinem Tee? Ich? Ja, ich wollte nur schauen, ob er nicht zu stark ist. Nein, eher zu schwach. Damit du im Bilde bist, Franz Josef wird sich heute noch mit Nene verloben. Bitte sprich lauter. Ich kann ja nicht schreien. Franz Josef wird sich heute noch mit Nene verloben. Oh, bravo! Haben Sie sich also verliebt ineinander, die zwei? Nein, noch nicht, aber das wird schon kommen. Bravo! Warum haben Sie sich denn dann heute schon verlobt? Wir waren auch verlobt, ohne dass wir verliebt waren. Ja, das hat damals der Kongress so bestimmt. Ja, und heute bestimme ich. Oh, bravo. Warum sagst du denn immer bravo? Du bist doch nicht im Zirkus. Ja, was ist geschehen? Du bist... Es ist alles in Ordnung. Bravo. Ich kann nicht mehr weiter tanzen. Warum denn nicht, Sissi? Ich fühle mich nicht ganz wohl. Dann gehen wir in den Garten, ein bisschen in die frische Luft. Nein, bitte lass mich allein. Soll ich nicht doch mit dir kommen, Sissi? Nein, bitte nicht. Aber was ist denn, Sissi? Warum bist du heute Nachmittag davon gelaufen? Ist da noch eine Erklärung notwendig? Ich glaube, dass das Schicksal es anders mit uns will, als unsere Mütter es beschlossen haben. Es kann nicht nur Zufall gewesen sein, dass wir uns heute getroffen haben, fern von allem höfischen Zwang. Ich glaube sogar, es ist alles in Ordnung. Was ist in Ordnung? Mama wollte doch, ich soll mich mit einer Tochter von Tante Ludovica verloben. Ich habe noch nie meiner Mutter einen Wunsch so gern erfüllt wie diesen. Sissi, ich liebe dich. Willst du meine Frau werden? Nein, nie. Und warum nicht? Weil ich Nenés Glück nicht im Weg stehen will und weil ich ihr nie den Mann stehlen werde. Aber Sissi, sei doch vernünftig. Erstens stiehlst du Nené nicht den Mann, denn ich bin noch nicht ihr Mann. Und zweitens stehst du ihrem Glück nicht im Weg, denn ich weiß nicht, ob es ein Glück ist, mit mir verheiratet zu sein. Gewiss, ich bin Kaiser von Österreich, Herr eines mächtigen Landes. Aber überall lauern Gefahren, die Rebellen in Mailand, der Aufruhr in Ungarn, dann... Ich nehme meine Pflichten sehr ernst, Sissi. Ich werde nicht viel Zeit für meine Frau haben. Und trotzdem, Sissi, wäre ich glücklich, eine Frau neben mir zu haben, wie du es bist. Erinnerst du dich nicht, als ich heute zu dir gesagt habe, noch ehe ich wusste, wer du bist? So müsste sie aussehen. Diese Augen müsste sie haben. Diesen Mund. Bitte sprich nicht weiter, sonst vergesse ich jede Etikette und lauf davon. Aber Sissi,
Übrigens, findest du nicht, dass Franz sich ein bisschen wenig mit Nene beschäftigt? Ich dachte, er wird doch zumindest den Ball mit ihr eröffnen. Franz tanzt immer erst den Cotillon und den wird er bestimmt mit Nene tanzen. So. Im Übrigen sei ganz ohne Sorge. Es geht alles so, wie ich es wünsche. Ich verlasse mich ganz auf dich. Sissi. Willst du mir nicht helfen, diese schwere Last zu tragen? Und wenn Nene nicht wäre? Sie ist aber. Und ich liebe Nene. Ich werde es nie übers Herz bringen, ihr weh zu tun. Und sie liebt dich. Sie hat es mir gesagt. Franz! Ja, Mama? Ich hätte gerne ein paar Worte mit dir gesprochen. Selbstverständlich, Mama. Verzeih bitte, Sissi. Du hast wunderbar ausgesehen, mein Schatz. Ja? Alle haben nur auf dich geschaut. Die wissen natürlich genau, was vorgeht. Ich habe es bemerkt. Du, Tante Sophie hat gesagt, was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, Franz Josef wird den Cotillon mit ihr tanzen. Das habe ich mir gedacht. Und damit gleichzeitig die Verlobung bekannt geben. Ach, ich bin so glücklich. Mein lieber Franz, es wäre nun an der Zeit, deine Verlobung bekannt zu machen. Und ich wollte dich fragen, ob du dich entschlossen hast. Ja, Mama, ich habe mich entschlossen. Das freut mich. Dann werde ich also die Verlobung verkünden. Im Übrigen ahnen ohnehin schon alle, dass du dich mit Nene verloben wirst. Mama, ich habe mich nicht für Nene entschlossen, sondern für Sissi. Für Sissi? Ja, weißt du denn, was du sprichst? Genau, Mama. Aber Franz! Du kannst doch nicht diesen Fratz heiraten. Ein Mädel, kaum 16, schlecht erzogen. Sissi wird eine Kaiserin werden, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat. Im schlechten Sinn. Im besten Sinn, Mama. Sie ist die Anmut selbst. Und ihr Charme ist von einer Herzlichkeit, wie ich ihn überhaupt noch nie erlebt habe. Sissi ist ein Schatz. Und ich werde mir diesen Schatz von niemandem wegnehmen lassen. Mein Entschluss steht fest. Ich heirate Sissi oder keine. Und ich bitte Sie, liebe Mama, in meinem Namen bei Tante Ludovica, um die Hand Sissis anzuhalten. Bei Onkel Max werde ich dies selbst tun. Du stellst mich also vor eine vollendete Tatsache. Leider muss ich auch Sissi vor eine vollendete Tatsache stellen. Es tut mir aufrichtig leid, Mama, dass wir zum ersten Mal nicht einer Meinung sind. Monsieur, bitte wählen Sie die Blumen für Ihre Damen zum Cotillon. Bitte, Monsieur. Susanne, was hast du denn? Heute Nachmittag warst du schon so gedrückt. Und jetzt, ich weiß nicht, du gefällst mir gar nicht. Was ist denn los mit dir? Nichts, Mama. Nur dann lach doch ein bisschen und tanz. Du bist doch jung. Ich habe keine Lust zu tanzen. Na, dann sei mir zuliebe ein bisschen fröhlich. Wem hast du denn den Cotillon versprochen? Karl Ludwig. Na, dann tanz doch mit ihm. Ja? Bitte. Bitte. Mir bitte rote Rosen. Pardon, kaiserliche Hoheit, aber rote Rosen sind nicht mehr da. Seine Majestät hat alle für sich selbst reserviert. Pardon. Für wen brauchst du denn rote Rosen? Für Sissi. Ist sie nicht reizend? Ja, aber nichts für dich. So, und warum nicht? Man soll einem Kaiser nicht ins Gehege kommen. Was willst du damit sagen? Dass ich schärfere Augen habe als du. Oh, Verzeihung. Ich suche Karl Ludwig. Ich habe ihm versprochen, den Cotillon mit ihm zu tanzen. Das ist jetzt gleichgültig. Komm her. Lass dich anschauen. Ja, Tante. Naja, groß bist du nicht. Nein, leider nicht. Aber das liegt ja in der Familie. Mama ist auch nicht groß. Und du ja auch nicht. Vor allem möchte ich dich bitten, nicht du zu mir zu sagen. Aber du bist doch meine Tante. Franz Josef ist mein Sohn und sagt auch sie zu mir.
Bitte? Wie du wünschst, Verzeihung, wie Sie wünschen. Es kommt mir so dumm vor. Und ich meine, so ungewohnt. Du wirst dich an manches gewöhnen müssen. Am österreichischen Hof herrscht ein strenges Zeremoniell. Und zwar das spanische Hofzeremoniell, das unter allen Umständen gewahrt werden muss. Das ist mein Wunsch und auch der Wunsch des Kaisers. Welche Sprachen sprichst du außer Deutsch? Englisch und Französisch. Eben. Ungarisch, Böhmisch, Kroatisch müsstest du sprechen. Wozu? Weil Franz Josef mir gesagt hat, dass er dich liebt. Und weil er dich zu seiner Frau machen will. Ja, aber ich habe ihm doch... Unterbrich mich nicht, wenn ich spreche, sondern antworte auf meine Frage. Ich möchte wissen, ob auch du ihn liebst. Bitte fragen Sie mich nicht. Ich wünsche eine Antwort auf meine Frage. Ja, ich liebe ihn. Ich liebe ihn sogar sehr. Aber ich habe ihm doch... Ich habe gehört, du reitest viele Stunden im Tag. Ich habe nichts gegen das Reiten, weil es die Figur erhält. Aber alles mit Maß und Ziel. Du musst jetzt an deine Gesundheit denken. Deine Zähne sind ganz gelb. Du musst sie besser putzen. Ich putze meine Zähne. Meine Zähne sind weiß. Auch dein burschikoses Wesen wirst du ablegen müssen. Du musst überhaupt von jetzt an ein anderes Leben führen, wenn du Kaiserin von Österreich werden willst. Aber ich will ja gar nicht Kaiserin werden. Du musst glücklich sein, wenn du es wirst. Ich war bis jetzt bei uns zu Hause auch glücklich. Vielleicht glücklicher als ihr alle hier. Ich denke gar nicht daran, ein anderes Leben zu führen als bisher. Ich will frei leben, ohne Zwang. Was ist denn das für eine Sprache, die du führst? Die Sprache, die mich mein Vater gelehrt hat, dem die Freiheit und die Wahrheitsliebe über alles geht. Ich glaube, wir haben uns vorläufig nichts mehr zu sagen. Sissi, wo laufst du denn hin? Ich will nach Hause. Was jetzt, wo der Cotillon beginnt, auf den ich schon so lange warte? Entschuldige, Karl Ludwig, aber ich tanze nicht. Aber ich denke nicht daran, dich fortzulassen. Ich bestehe auf meinen Tanz. Wenn ich dich darum bitte. Majestät, hier sind die Rosen. Danke. Sophie, jetzt geht unser Wunsch in Erfüllung. Ich glaube, du irrst dich, liebe Schwester. Wieso sie daher geht mit den Rosen zu Nene? Liebe Sissi, erlaube mir bitte, dass ich dir deine Lieblingsblumen überreiche. Er gibt Sissi die Blumen? Was soll denn das bedeuten? Dass er sich mit Nene nicht verloben wird. Liebe Nene, ich hatte dich um den Cotillon gebeten. Ich bitte dich aber, mir zu gestatten, diesen Tanz mit Sissi zu tanzen. Mit meiner Braut. Er will Sissi heiraten? Ja. Es lebe die zukünftige Kaiserin von Österreich! Oh! 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 Erlauben mir, Eure Majestät, im Namen der hier anwesenden allerhöchsten Gäste und als Ältester die herzlichsten Glückwünsche zu Eurer Majestät Verlobung mit Ihrer königlichen Hoheit, der Prinzessin Elisabeth in Bayern, darbringe. Ich danke Ihnen, mein lieber Feldmarschall. Majestät, die Bevölkerung von Ischla zu Ehren des Geburtstages, Eure Majestät, ein Feuerwerk arrangiert. Das ist aber nett, Sissi.
unendlich leid. Ach, Mama, warum sind wir nur nach Ischl gefahren? Diese Demütigung. Ja. Hermine, du musst jetzt stark sein, ja? Und Haltung bewahren. Ich bitte dich und glaub mir, Sissi trifft keine Schuld. Ich weiß es. Und deswegen darfst du ja auch nicht böse sein. Aber nein, ich bitte dich, nimm dich zusammen, ja? Es darf dir niemand anmerken, dass man dich so gekränkt hat. Ich bitte dich. Das kann ich nicht, Mama. Das kann ich nicht. Warum hast du das getan? Warum hast du mich vor so einen fetten Kopie gesteckt? Weil ich gewusst habe, dass du nie Ja gesagt hättest. Also, Ludovica, jetzt stoß an mit uns Schwestern. Jetzt bringst du auch eine Monarchin in die Familie. Warum weinst du denn? Du hast gar keinen Grund zu weinen. Die Einzige, die zu bedauern ist, bin wieder einmal ich. Ich habe die Aufgabe, aus einem Landmädel eine Kaiserin zu machen, aber ich werde sie schon in die Arbeit nehmen. Das brauchst du nicht, Sophie. Sissi wird eine Kaiserin. Ja. Vielleicht durch mich. In einem Jahr werden wir sie nicht wiedererkennen. Ich glaube, in einem Jahr wirst du sie nicht wiedererkennen. Na bravo! Jetzt hast du es aber du gesagt. Das ist der... Braut seiner Majestät. Herr Bürgermeister, wo ist dein Loch? Was brauchen Sie ein Loch? In das ich versinken kann. Keinem echt ist von meinem Kater. Lass schmecken euch den guten Wein vom fünften Schwiegervater. Lass schmecken euch den guten Wein vom fünften Schwiegervater. Hallo, 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 hallo. Die Leber ist von keinem Hecht, sie ist von einem Stier. Doch heute hab ich genug vom Wein, jetzt möcht ich ein Maß Bier. Doch bald hab ich genug von mein, jetzt möcht ich ein Maß Bier. Hallerie, hallo, hallerie, hallo, hallerie, hallerie, hallo. Hallerie, hallo, hallerie, hallo, hallerie, hallerie, hallo. Na, Sissilein, was ist mit dir? Du sitzt so traurig herum, machst gar nicht den Eindruck einer glücklichen Braut. Hast du schon Nachricht von Nene? Natürlich. Sie ist noch immer bei Tante Elisabeth in Potsdam. Es geht ihr ausgezeichnet. Du, sie hat einen Prinzen Turn und Taxis kennengelernt, der ihr sehr gut gefällt und der ihr den Hof macht. Aber sie kommt nicht zurück, weil sie mir noch immer nicht verziehen hat, dass ich ihr Leben zerstört habe. Aber Sissi. Nun hör mir mal zu, mein Kind. Du hast doch nicht ihr Leben zerstört. Schau, es kommt alles so, wie es kommen muss. Tante Sophie wollte Vorsehung spielen, aber das kann man nicht. Du hast Franz Josef eben besser gefallen als Nene und darüber musst du sehr glücklich sein, denn er liebt dich aus vollem Herzen und du ihn doch auch, nicht wahr? Na, siehst du, und das ist das Allerwichtigste. Aber ich kann doch nicht glücklich sein, solange ich weiß, dass Nene mit mir böse ist und meinetwegen nicht nach Hause kommt. Was, jetzt mitten in der Nacht? Was ist denn los? Königlicher Kurier für mich. Was will er denn? Keine Ahnung. Lasst euch nicht stören, bin gleich wieder da. Bringt's auf mein Wohl, aber ein bisschen herzhafter. Es lebe unser Haus, unser lieber Herzog Max. Holla wie, ho, holla wie, ho, holla wie, holla wie, ho. Graf Arco! Was ist denn die Überraschung? Ich bitte um Entschuldigung, dass ich zu so später Stunde noch störe. Konnte leider nicht früher eintreffen. Gott, sind Sie das Gewitter hineingekommen? Das war zünftig, was? Ich komme im Auftrag seiner Majestät des Königs Maximilian von Bayern, um Ihnen, Herzog Max in Bayern und Ihrer Familie, die allerherzlichsten Glückwünsche seiner Majestät darzubieten. Das finde ich aber wirklich schön von seiner Majestät, dass uns diese Glückwünsche durch einen Sonderkurier übermittelt. Ja, reizend. Genau.
Ich habe noch eine andere Sonderbotschaft zu überbringen. Ah, so. Leider keine angenehme. Seine Majestät hat mich beauftragt, Eure Königliche Hoheit daran zu erinnern, dass Eure Königliche Hoheit jetzt kein Privatmann mehr sind, sondern sozusagen ins Licht der Öffentlichkeit gerückt wurden. Das heißt mit anderen Worten? Dass Seine Majestät wünschen, Eure Königliche Hoheit mögen von nun ab ein, wie soll ich es nur ausdrücken, ein etwas gemäßigteres Leben führen. Dann sagen Sie seiner Majestät, dass ich wünsche, dass mein Mann so bleibt, wie er ist. Aber Königliche Hoheit! Wir waren bis jetzt glücklich und zufrieden. Und es hat sich kein Mensch um uns gekümmert. Auch der König nicht. Dann soll er uns auch jetzt in Frieden lassen. Ja, aber... Michael, du bist ja ein Mordskerl! Du... Halte doch mal. Wenn ich dich nicht schon längst geheiratet hätte, heute würde ich es sofort tun. Entschuldigung. Graf Arco, berichten Sie seiner Majestät von diesem Familienidyll. Wir lassen schön grüßen und es bleibt alles beim Alten. Und wenn ihm was nicht gefällt, dann soll er es nur sagen, dann werde ich Österreicher. Aber bitte, Königliche Hoheit. Das schafft mir der Wanzel in Hand und Dreh. Jawohl. Komm, Xaver. Geh in den Wald. Na komm. Und gib Acht, dass dir nichts geschieht. Und wenn du groß bist, dann geht dem Papi aus dem Weg. Wer soll mir aus dem Weg gehen? Der Xaver. Sissi, was machst du denn? Ich möchte wenigstens meinen Tieren die Freiheit schenken, wenn ich sie schon aufgeben muss. Schau, was sind das denn für Sachen? Jede andere Prinzessin, die wird sich glücklich schätzen, wenn sie an deiner Stelle wäre und du machst dein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Jetzt pass aber auf, ich habe heute eine Nachricht bekommen. Also die Hochzeit ist auf den 24. April festgesetzt. Am 20. fährst du mit deinem Schiff donauabwärts nach Österreich. Nee. Nein, ist das eine freudige Überraschung. Grüß dich, mein Schatz. Prinz Thurn und Taxis hat mich hierher gebracht. Er möchte dir gerne seine Aufwartung machen. Ich freue mich, lieber Prinz, Sie bei uns begrüßen zu können. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Herzogin. Oh, danke. Was ist denn? Hörst du gar nicht zu? Du tust ja so, als ob dich die ganze Sache gar nicht interessiert. Hast am Ende den Franzl gar nicht gern? Doch. Doch, ich habe ihn sogar sehr gern. Aber ich habe solche Angst vor der Tante Sophie und dem ganzen Hofzeremoniell. Das kann ich verstehen. Das war mir auch immer zum Abgewöhnen. Aber weißt du was? Wenn sie dich zu sehr säkieren in Wien mit dem Klimbim, dann kommst du zu mir. Dann gehe ich wieder mit dir in den Wald. Nein, jetzt soll der Franzl mit dir in den Wald gehen. Die Sissi wird sich freuen. Ja, wo ist sie denn? Da unten, bei ihren Tieren. Sissi, die Nene ist da. Komm. Was? Die Nene ist da. Ich wollte dir nur sagen, Sissi, dass wir immer die bleiben, die wir waren. Und dass ich dir alles Schöne wünsche. Du sollst so glücklich werden, wie ich es bin. Ich bin so froh, Nene, dass du mir das sagst. So unsagbar froh. Ich hätte sonst nie glücklich werden können. Thank you.
schönes Land ist deine neue Heimat, Sissi. Ja, mir ist das träumlich, das alles. Möchtest du mir nicht sagen, was du hier suchst? Oh, guten Morgen, Tante. Ich gehe dir schon durch mehrere Zimmer nach. Du läufst von einem Fenster zum anderen. Fehlt dir etwas? Kannst du nicht schlafen? Aber nein, ich suche die Tiere. Welche Tiere? Franz Josef hat mir erzählt, dass er hier in Schönbrunn einen großen Tierpark hat. Und deshalb läufst du im Nachthemd und im Schlafrock herum? Mit offenem Haar? Und barfuß? Aber es hat mich doch niemand gesehen. Franz Josef hätte dich sehen können. Der schläft doch noch. Du irrst. Der Kaiser sitzt um diese Zeit meistens schon an seinem Schreibtisch. Ach so. Verzeihung, das wusste ich nicht. Bleib. Du findest dich ja in diesen vielen Zimmern nicht zurecht. Die Fürstin Auersperg. Sehr wohl, kaiserliche Hoheit. Warum ließen Sie die Fürstin rufen? Damit sie dich in dein Zimmer bringt. Aber das ist doch nicht nötig. Was nötig ist, bestimme ich. Und wenn du in deinem Zimmer bist, bereite dich auf deine Beichte vor. Es war unnötig, mich daran zu erinnern. Ich habe mich schon vorbereitet. Ich spreche auch bereits die Sprachen, die Sie für so wichtig hielten. Kroatisch, Böhmisch und Ungarisch. Und meine Zähne sind weißer denn je. Nur der Ton, den du mir gegenüber anschlägst, ist der gleiche geblieben, konstatiere ich. Was ist denn passiert? Nun also, ist das notwendig, dass dein Bräutigam dich in diesem Aufzug sieht? Guten Morgen, Franz. Guten Morgen, Sissi. Ist etwas geschehen? Nein, nein, ich wollte mir nur die Tiere ansehen, von denen du mir erzählt hast. Aber Kind, die sieht man doch nicht von hier. Die zeige ich dir dann später. Guten Morgen, Mama. Es ist doch bestimmt kein Grund, dass Sie sich so echauffieren. Ich danke dir für deine Belehrung. Es tut mir sehr leid, dass ich am Tage deiner Hochzeit mit deiner Braut diese Auseinandersetzung habe. Aber ich habe die Fürstin rufen lassen. Guten Morgen, Fürstin. Nein, bitte nicht. Das auch noch. Danke, ich brauche Sie nicht mehr, Fürstin. Warum beleidigst du meine Hofdame und entziehst ihr deine Hand? Weil es mir peinlich ist, wenn eine ältere Dame mir die Hand küssen will. Dann will ich dir erklären. Pardon, Mama. Darf ich das tun? Sissi, dieser Handkuss hat nichts mit dem Altersunterschied zu tun. Wenn heute Abend unsere Trauung vollzogen ist, dann bist du die erste Frau in meinem Reich. Das heißt mit anderen Worten,
Du nimmst die Stellung ein, die bis jetzt meine Mutter eingenommen hat. Du bist fortan die erste Dame unseres Landes. Und alle anderen Damen wollen dir mit diesem Handkuss beweisen, dass du als Kaiserin über ihnen stehst. Nur eine Frau in Österreich hat das Recht, dir statt deiner Hand auch deine Stirn zu küssen. Meine Mutter. Nicht wahr, Mama? Das wollten Sie doch auch sagen. Ja, Franz. Komm, mein Kind. Ich bring dich auf dein Zimmer. Ja. Ach, Franz. Es wäre alles so schön, wenn du kein Kaiser wärst. Wir begrüßen unsere geliebte Braut, Ihre königliche Hoheit Prinzessin Elisabeth in Bayern, heute nochmals auf österreichischem Boden und heißen Sie in Ihrem neuen Haus auf das Allerherzlichste willkommen. Möge Ihr Österreich eine neue Heimat und ein zweites Vaterland werden und mögest du, liebe Elisabeth, in deiner neuen Heimat immer nur glückliche Stunden verleben. Was ich dazu tun kann, wird geschehen. Alles andere liegt beim Allmächtigen. Das hohe Brautpaar, es lebe hoch! Hoch! Hoch!